Asterix und Obelix. In dieser Comicserie gehen sich Gallier und Römer ja ständig aufs Dach. Was das im richtigen Leben für Verletzungen gibt, haben sich drei junge Neurochirurgen gefragt. Und so ist aus einer Jux-Idee während langer Nachtschichten eine wissenschaftliche Arbeit geworden. Wir haben die Autoren besucht. Die Neurochirurgen von Düsseldorf. Ihr Alltag hier auf der Intensivstation, Schädel-Hirn-Traumata, verbunden mit schweren Schicksalen. Gerade deswegen streifen sie den Alltag manchmal ab und nehmen stattdessen Comichelden unter die Lupe. Ernsthaft zwar, aber durchaus mit einem großen Augenzwinkern. Beim Teutates, auf geht's! Beim Jupiter, da sind sie! Comic-Schlägereien mit erstaunlich realen Konsequenzen. Dass ein Schlag auf den Kopf, aufs Gesicht eben schon damit verbunden ist, dass man eine Halbseitenlähmung hat oder dass man eben Blutergüsse hat im Kopfbereich. Beim Jupiter. Diesen Römer hat es besonders schwer erwischt. Hier sieht man auch, dass die Lippen schief sind, die Zunge hängt schief. Guck mal, da hat er den Ratscher. Ja. Hat sich bestimmt was gebrochen. Alle 34 Asterix-Bände haben die Neurochirurgen in ihrer Freizeit ausgewertet, stundenlang. Wir haben letztendlich untersucht genau die Symptome, die wir bei unseren Patienten, zum Beispiel im Schockraum, wenn Patienten schwer verletzt, die ankommen, auch untersuchen würden. Wichtig für uns ist, das Bewusstsein zu untersuchen, also wie wach ein Patient letztendlich ist. Bewusstseinsgrad, Brillenhämatom, also ein Bluterguss ums Auge oder die schiefe Zunge. Alle Symptome haben sie erfasst und Zusammenhänge analysiert. Was bei den Schlägereien am meisten überrascht, nicht nur Symptome stimmen, die Comiczeichner haben sich auch in puncto Sicherheit an der Realität orientiert, frei nach dem Motto, kluge Köpfe schützen sich. Am allermeisten hat mich überrascht, dass das mit den Helmen wirklich einen Einfluss hat. Dass Helme schützen vor schweren Schädel-Hirntrauma, zum Beispiel bei Skiunfällen oder bei Fahrradunfällen. Und diesen statistisch signifikanten Zusammenhang haben wir in den Asterix-Comics wiedergefunden. Beim Jupiter. Die Realität sieht dann aber doch einiges anders aus. Auf der anderen Seite finden wir natürlich Sachen, die ganz klein das in den Bereich der Fiktion fallen. In der Asterix-Serie haben wir keinen einzigen Todesfall oder keinen einzigen Fall auch von bleibenden neurologischen Schäden gefunden. Wir würden uns sehr wünschen, wenn das in der realen Welt auch so wäre. Dann. In der Asterix-Welt ist also eines immer gleich. Ende gut, alles gut. In Düsseldorf aber kehrt der Operationsalltag wieder ein und damit auch die Realität.